Diese Woche haben wir schon viel über Falco berichtet. Am 6. Februar jährte sich sein Todestag zum 20. Mal. Aber was viele nicht wissen, seine Tanzlehrerin kommt aus dem Südburgenland. Das ist Liz King, die war gemeinsam mit dem Falken auf Tour und hat dann die burgenländischen Tanztage gegründet. Ulla Jenner vom ORF Burgenland hat sie besucht. Das Konzert auf dem Residenzplatz war eines von 5 Österreich-Konzerten, das Falco mit Liz Kings Tanztheater inszenierte. Falco wollte damals seine Konzerte als opulente Bühnenshows präsentieren. Ich glaube, wenn ich jetzt deine Sache mal kurz beschreiben darf, so wie ich sie sehe und was uns dann dazu bewogen hat, auf die Idee zu kommen, mit der Liz zu arbeiten und mit ihrem Tanztheater. Das sind ja nicht Tänzer. Natürlich sind sie auch Tänzer, aber ich sehe das Tanztheater als eine kreative Inszenierung von Bildern. Zu der Zeit war meine Kompanie Tanztheater Wien sehr präsent in die Stadt. Und dann ist er gekommen in unserem Studio in Wien und hat eine Probe, oder wir haben in Probestücke von Repertoire gezeigt. Und dann hat er geklatscht und sagt, fantastisch, ja. Einen Monat hat die Tanzcompany intensiv mit Falco zusammengearbeitet. Unvergesslich ist für Liz King das Konzert auf dem Residenzplatz in Salzburg, denn es mündete in einem Skandal. Ich habe eine Art Bekreuzigung gemacht mit der Frau, mit nackten Büsen und fließenden Unterteil. Der Bischof hat sie gesegnet, der Jude hat sie geheiratet. Es war eine verrückte Story. Vom anschließenden Empfang mit Vertretern der Stadt wurde die Tanztruppe kurzerhand ausgeladen. Die Choreografin mit Tanzstudio in Pinkerfeld erinnert sich. Und dann hat er gesagt, kommt's, ihr kommt's mit mir. Wir sind alle gegangen in die Stadt. Es war schon tote Hose in die Stadt, nichts los. Und wir haben einen Gasthaus gefunden, die offen hat. Er sagt, hallo, gibt's hier was zum Essen? Und der Wirt, ja, ja, sicher, wir schaffen was, schaffen was. Er hat mitgeholfen, er hat den Schnitzel mitgebracht und er sagt, schau, das machen wir. Und das ist eine wahre Geschichte.